Ready or not? Here I come. You can hide. Ready. Ach so. Okay. Darum, darum, darum. Dann ziehe ich mir noch ein Getränk. Was haben wir denn hier? Coffee Strong. Lungo. Macchiato. Cappuccino, Café Olé. Schokolade von Latte. Ah ja, das klingt so absurd, das muss ich probieren. La, la, la. So klingt es auch gerade beim Hinne. Können wir sich jetzt hier noch mal. Jetzt komme ich hier nicht. Ah ja. Also so schmeckt Schokolade von Latte. Okay. Tangerine kann man. Hier kann man nicht, oder? Nee, da kann man nicht. Da kann man, kann halt nicht überall so wie man will. Wo warst du? Ah, hier da drin. Hier? Hier? Hä? Wo jetzt rennt denn die Shooting Range? Hier geht's nicht, ne? Wo? Hier drin? Ach so, hier. Da, wo der Automat schon immer steht. Der Mann mit dem Schild ist doch verwirrt. Ein Grün. Und jetzt, wie geht es nochmal? Und jetzt muss ich. Ach, noch ein Coin. Ja, kostet 2. Geh. Da habe ich natürlich ganz nachhaltig meinen eigenen Becher. Sehr gut. Was ist denn Chocolate von Latte? Ja, das sag ich ja, das ist ein bisschen seltsam. Coffee strong, Coffee strong. Apes together strong. So. Toll, ich habe Schuhe ausgerüstet, die gesperrt sind. Die ziehe ich am besten nicht aus, die kann ich nie wieder anziehen. Das ist richtig. Die Katze hat, während ich weg war, den Stuhl gewechselt. So, ich musste jetzt auch nochmal den Stuhl wechseln. Na, dafür warst du ja auf dem Klo. Das LSPD hat einen Hinweis erhalten, dass in einem Haus an der Küste eine Familie lebt, die halbautomatische Waffen zu vollautomatischen Waffen umbaut. Ah, ja. Sie verkauft ihre Waffen auch dort. So, Kommasetzung haben die Amis nicht. Sollen wir vom Strand oder von der Straße aus rein? Vom Strand. Strand. Oder? Ja, Strand hat irgendwas so Tauchermäßiges, oder? Sehr gut. So, ja, ich glaube, der Pippen war nicht in der Verfassung für den Pippen hier. Mann, ich finde es sehr witzig, dass du mir parallel geschrieben hast. Ich dachte mir schon. Mhm, ja. Weil das war, das war genau wieder das, warum mir die Spiele in der Runde keinen Spaß machen. Ja. Wenn die ganze Zeit genörgelt wird. Na, 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 na. Ja, ich finde das eigentlich ganz angenehm. Mir macht das Spaß. Ich habe da aber auch die Ruhe für. Aber ich habe mir. Du brauchst halt die Ruhe für das Spiel, weil sonst passiert nämlich genau das. Du wirst alle 2 Sekunden abgeschossen. Ja, ich dachte mir das schon, dass das mit Pippi nicht funktioniert. Ich habe versucht, das am Anfang sehr locker anzugehen, um die Stimmung aber auch das hat nicht geholfen. Und ich merke auch, dass es nicht funktioniert. Du kannst das Spiel halt so nicht spielen. Bei Rainbow kannst du reinrushen und niederballern. Ja, da ärgere ich aber mich auch nur aus Spaß ein bisschen, aber hier macht's halt alles im Eimer. Wollt ihr nicht Ready drücken, oder was? Ja, ich habe Ready gedrückt. Aha. Ich habe nicht Ready gedrückt. Ja. Ich war gerade so, 2 von 3, wer fehlt wohl? Und dann gucke ich und denke so, oh, das bin ja das war noch 1 von 3. Ja, da war ich es auch. Oh, das Ende der Welt. Es muss ein Dienstag sein. Ja, verregnet. Haben wir ja noch Zeit, sag ich mal danke und bis bald. Bis bald. Das haben wir schon hinter uns. Das Ende, sondern die Enden steht also Ends of the Earth. Geht das hier. Ende der Welt ist die Übersetzung, womit das die berühmte The-Frage geklärt wäre, wie damals bei The Return of the Jedi. Oh mein Gott, kommt die Jedi wieder oder der Jedi wieder? Stimmt, ja, das war tatsächlich Return of the Jedi. Ja, aber in dem Fall ist es Ends und Ends steht für
die Enden, also ja, nein, dumm oder was? Ehrlich. Oh, Alter, ich dran. So. Da hinten Ding. Ich darf hier nicht. Du darfst nicht an den Strand gehen, was ja. Beschiss. Oh, wir sind, ey. Das ist der Strand von GTA. Ja. Ja. So, Leute, jetzt wo wir wieder da sind. Klassisches 1, 2, 3, wenn ich bitten darf. 1, 2, okay. 3, 1, 2, 3. Stuhl ist gecheckt. Dreckig. Pippi! Oh, steht hier auch wieder überall E-Roller. Ja, Bei ihm auch schon. Wie siehst du, dass ein Spiel modern ist? Das ist wie ein Spiel, immer ein Mofa da steht. Aber es ist... Ein E-Roller ist an ungünstigen Stellen im Weg geparkt. Dieses Spiel ist sehr realistisch. Stimmen gehört. Ja, hinter der Hecke. Ich frage mich, warum wir nicht von der Straße gekommen sind, wenn wir vom Strand einfach zur Straße hochgehen. Vielleicht sind wir von der anderen Seite der Straße gekommen. Die Frage ist, wie dicht diese Hecke ist. Wahrscheinlich kann man da durchschießen, ne? Keine Ahnung. Die Haustür ist offen, die Haustür ist offen. Hab mal sicher mal die Haustür ab. Okay, du bist es, der davor geht, oder? Ja, ja, ich bin nach links weg. Da ist ein vermutlichen Gegner geradeaus. Ja. Hab ihn, glaube ich, ein, zwei Mal getroffen. Ja, zwei down im Garten. Einmal einen maskierten Typen im Anzug. Kann er mit der Pistole leider nicht so gut zielen. Ich stehe voll hinter dir. Bleib schön gehockt. Der Beste tot, ja? Er leidet, glaube ich, gerade, ja. Ja. Magst du zuerst rein? Ja, was mit Hände? Sollen wir nicht auch noch warten? Ich weiß nicht, ob der jetzt Gartenparty macht oder wiederkommt. Ich hab im Garten gerade einen nieder und einen Zivilisten, aber ich ja, wollte jetzt auch nicht allein hier lang stehen. Ja, deswegen lass doch zusammenbleiben. Ich will nur mal kurz gucken, wie weit der Garten noch geht. Ja, wir warten hier noch. Ja, okay, ihr geht zum Hintereingang vom Haus, ich komme zu euch zurück. Alter, die Bienenpump ist halt geil, weil ich habe auch die Zivilisten einfach in die Knie geschossen. Das ist ja egal. So, da bin ich. Hi. Na, hi. So, du bist, wie ist die Lage hier? Wieso ist da Blut? Ja, aber da war ein Wichser. Ich, oder der jammert noch. Verletzt vielleicht nur, ja. Okay, ja dann atme auf der 1 vorwärts bis zur Kante. Die haben überall aber die gleichen Fußmatten. Bis zur nächsten Türkante. Ja. Oh, ich bin offensichtlich 3. Ja, okay, warte, warte, rechts, 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 stopp, sitz! Martin, check die Tür links. Weil ich war eben links im Garten, das geht nicht im Garten, die Tür. Habe ich ja alles schon überprüft. Ich hatte gerade kurz eine Links-Rechts-Schwäche und wollte fragen, was ich im Wandschrank soll. Sag ich dir dann, jetzt geht im Wandschrank. Der ist ein Gang, der geht nach rechts, aber kein Gegner, soweit ich einsehen kann. Und ich habe nicht genau geguckt, ob es eine Bodenfalle gibt. Gibt's nicht. So. Okay. Ab mal, weiter, 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 weiter da sitzen. Genau so. Weiter da sitzen. Mach Sitz. Okay, der Raum ist safe, das war nur ein Büro. Ein sehr schönes Büro. Die Ecke ist ein bisschen krumpelig, aber der Rest. Oh, eine Lichtersammlung aus Arabien. So. Mach mal die Haustür zu hier. Muss ja nicht jeder mitkriegen, dass die Polizei im Haus ist. So. Ich mache hier mal eine Camlight hin, den Raum haben wir gesichert. Und eine Camlight vor die Haustür, hier waren wir auch. So! Wie sie. Ich höre Stimmen. Ja, von da, wo der Atma reinguckt. Atma, langsam rein, ich hinterher, Martin sichert den Gang weiter. Gut, dann stehe ich einfach hier rum. Du stehst toll. Danke. Eine Werkstatt, da hinten ist aber ein Durchbruch irgendwie ein komischer. Ein Schlitz, ja. Deswegen. Ist, ach, ist eine Garage. Und die ist offen. Weiter, weiter, weiter. Nach rechts komplett offen. Okay, sicher mal den Schlitz ab. Wie Angst ist da, was im Schlitz ist. Ich gucke, ob ich die Garage irgendwie zukriege. Jo, da steht einer, da lugt eine Waffe hinvor. Okay, wir kommen da nicht hin, ne? Nee, von hier nicht. Okay, andere Idee. Martin? Nachrücken? Ja. Nimm die Position. Oh. Was war das? So. Wer schießt? Ja, das war keine Idee, warte. Da ist, glaube ich, noch einer sogar. Das heißt, es funktioniert. Ich habe ihn von der anderen Seite aus weggeschossen. Einen habe ich runter. Ich glaube, es waren zwei, oder? Ich habe auch einen weg. Bist du in dem Raum drin, oder was, Marlin? Ne, ich bin einfach hinten um die Ecke, wo ich vorhin schon einen weggeschossen habe. Ich kann von hier aus in diesen Raum gucken. Okay.
Aber jetzt auch noch eine Treppe nach oben, hier sind viele offene Türen, also es ist riskant, da hinzugehen. Abmal, geh du mal zum Buddy und helf ihm im Raum zu kommen. Ich halt mal den hier im Blick. Wo ist denn der lang? Wo ist denn der Buddy lang? Hier. Das ist nur hier oben, hier geht halt noch eine Treppe nach oben. Guck, dass ihr erstmal in den Raum kommt. Guck, dass ihr erstmal in den Raum kommt. Guckst du ein bisschen auf die Treppe? Ja. Ich hab den im Lichtkegel, den Typen, der da hockt. Gut, dann bin ich jetzt auch drin. Guck nochmal hinter die Theke, da ist auch nochmal eine Tür. Die machen wir erstmal zu. Okay. So. Jetzt hat man kann die Tür nicht schließen mit meinem Schild. Da ist doch schon mal Türprobleme mit dem Schild. Ja, aber schließen ging eigentlich immer. Na gut. Sehr gut, Mann, ich seh dich. Ja, ich weiß, du leuchtest mich an. Ich bin im Rampenlicht, ich freue mich. Du bist ein äußerst reflektierender Erscheinung. So, ich nehme mal an, hier geht's einfach nur raus. Garten, 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 Garten. Oh, aber hübsch. Sag mal, wir müssen noch die Waffenmanufaktur lokalisieren übrigens. Oh. Apropos Waffenmanufaktur, das ist doch keine Manufaktur, aber eine Waffe. Zack. Ich rück nach, ich bin da. Mhm. Habt ihr mich vermisst? Ja. Also jetzt, hier geht es auch nochmal einen Gang. Wir haben natürlich noch ein komplettes Stockwerk oben. Meine beiden Lieblingslügner. So, ja, check erstmal die Tür hier. Wir machen erstmal das Erdgeschoss fertig. Hör mal, bleib wo du bist, aber geh in die Hocke, wenn du stehst, damit deine Beine gedeckt sind. Der Raum links in der Tür, die zurück in den Gang geht, durch den wir gekommen sind, und rechts. Nicht halten muss, sondern nur toggle. Rechts geht es auch wieder weiter durch eine offene Tür, aber der Raum selbst ist erst einmal. Ich muss mir das echt mal angewöhnen. Wirklich links und rechts an die Türseite zu gucken, dass da kein Sohn ist. Also kein Sohn Kabel. So ein Sohn sitzt ja auch nicht. Und auch hier links geht's dann zur Treppe. Zum Gang, zur Treppe, genau. Ja, okay. Oh, das ist Kabelbinder. Mhm. Oh, Hantelbänke, Surfbretter, ein Billardtisch, ein Armtrainer. Was, wohin? Rückwärts, ja, oder da die Tür rein, wo wir gerade sind. Was denn jetzt? Ja, ich hab vergessen, dass das hier dieselbe Tür ist. Warum ist denn hier die Waffe nicht gesichert von den Typen? Irgendjemand redet da links. Ja. Was war denn rechts mit dem Raum jetzt, Martin? Da ist erstmal nichts drin, ein Sportraum, aber links im Blick geht's weiter. Okay. Ja, okay, da geht's raus. Ende, zurück, da unten war noch Stimmen. Vor allem so creepy Musik. Oh. Entschuldigung. Es tut mir leid. Sorry, ich musste den Billardtest machen. Du weißt, wie es ist. Hat's geklappt. Nein. Atma! Was? In den Gang. Ja. Links Stimmen? Ja, genau, da hustet er mir. Kann aber auch geh vor, dreh nach links ein, ich dreh hinterher, Martin dreht nach rechts ein. Noch keiner zu sehen erstmal, aber eine Tür und links, rechts geht's auch weiter. Okay, dann stopp. Von Martin, links kommen wir. Die Tür hier checken, die kleine bitte. Ah ja, das ist ein Flair auch, ja. Bart, ist noch eine Tür nach links, wenn ich das richtig sehe, und ansonsten, da waren wir aber wahrscheinlich auch schon, weil da aus der Richtung kommen wir. Ja, hier ist das Office, wo ich war. Flair rein. Und von hier kommen wir? Ja, da liegt ein Flair auf dem Boden. Okay, sehr gut. Die Flair sind ja Gold wert. Dann sind die Stimmen von oben, die wir hören. Atma, zurück zur Treppe. Dropping a cam light. Erdgeschoss ist damit gesichert. So, vorsichtig, wir haben hier einen Rahmen, ne? Nach rechts offen. Mhm. Ich gucke erstmal nochmal nach über euch, da ist nämlich auch noch. Nicht, dass euch jemand in den Rücken schießt beim Hochspazieren. Wie nach über euch? Ja, über euch ist auch nur Veranda quasi. Er guckt über Kreuz. Du gehst langsam hoch, Atmer. Ja. So, dass dein Kopf noch unter der Wand oben bleibt. Also, hä? Geh einfach hoch, bis ich Stopp sag. Also, die Decke meine ich. Stopp! Ach so. Jetzt guck, wo offene Türen oder gefährliche Stellen sind. Da ist eine Geisel, glaube ich. Hier sind überall offene Türen und gefährliche Stellen. Okay, dann geh hoch bis an die Ecke, aber nicht weiter. Die Ecke? Du Scheiße. Ja. Soll ich die Tür zumachen, die da links ist?
Ja, mach mal zu. Wenn du es von da aus kannst. Es geht. Deswegen. Nee. Ja, das ist ja, ein okay, Geiseln da es, drüben. Down, down, runter, 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 runter. Ja, ja, wer hat denn jetzt geschrien? Da war eine Geisel, die mich permanent angeguckt hat. Ich renne genau gegenüber den Raum, dass wir einen sicheren haben. Links stimmen. Ja, hier ist safe. Komm hier rüber, Adner. Komm hier rüber, komm hier rüber. Hier rechts sind Raum. Hier, hier ist er. Deswegen habe ich gesagt, komm da rüber. Wo war denn rüber? Ja, genau in die andere Richtung, rückwärts in den Raum rein, weil da war nix. Hey, aber wir. Martin! Ich mach wieder Chaos. Ab mal hinterher, Martin decken. Darf man nachladen. Martin? Er sagt nichts mehr, ach nö. Weil er schießt, oder? Nee, er sagt nichts mehr, er ist tot. Okay, warte da. Warte, guck genau mal in die Richtung. Ich guck hinter uns erstmal. Ich will, dass hinter uns sicher ist. Hier ist der Balkon. Okay, ich komme vor dir raus. Mhm. So. Muss ja irgendwo ein Gegner sein, denn. Ja, aber aus welchem Winkel? Liegt genau zwischen allen offenen Türen. Mir reicht's jetzt. Ah, oh, das war der letzte. Hä? Element to talk. Officer down, I say again. Officer down. Talk reporting. Affirmative entry team. Er handelt, ist aber nicht disconnected, oder? Weil ich auch Squad Leader bin. Nein. Ah. Hä, seit wann kann ich denn mit dem Schild nichts mehr machen? Aber es gab auch keine Explosion. Hä, aber wenn All into Chaos war? Blutet? Gestorben? Bist du tot? Mine? Giftspritze? Anabolika? Gut, ich finde eh nichts machen kann. So, wer war denn noch? Leave the talk. Officer down! Notify trailers! This is Talk. Roger, Entry Team. Notifying Medical. Ja, aber es waren doch alle. Hands up, now! Ja, let's go. Weapon Manufacturing Suspects using the. Irgendwas melden. Die sind ja alle tot. Bin ja sehr gespannt auf den Grund. Talk. Suspect is bleeding out, needs medical aid. Reporting. Roger that. Medical assistance is standing by. Hands up! Drop your hands up! Do it now! Turn around. Keep your hands up. Turn around slowly. Entry team to talk. Was passiert, wenn ich in den Sauerstoff schieße? Copy, Entry Team. Notifying trailers.
jetzt nochmal hoch. Waffen aus hier. Das sieht nach Waffen aus. Nee. Genau bei 3D-Drucker. Ah ja. Was fehlt noch? Ist doch alles grün, oder? Würde ich sagen. Das, wenn alles grün ist, ist alles gemacht. Gucken. Das wird schon passen, ja. Ich bin an meiner Blutung gestorben beim Nachladen. Ah, okay. Ja, das war schon cool, dass erstmal dieser Schockmoment war. Das ist schon geil daran, wenn man da nicht redet. Also, was? Es war doch alles gut. Ja, was wäre noch Soft Objective gewesen? Oder nicht? Okay. Wahrscheinlich gab es noch irgendwas zu finden. Ja. Aber na, ja. Leute, na! Ja. Diese geile, creepy Oma in ihrem Nachthemd, die da die ganze Zeit stand. Ey. Ja, die diese Frau war so unangenehm. Die hat dich aber so addicted, dass du da voll in die Scheiße gelaufen bist. Erst brüllst du da rum, dann läufst du da voll. Das Problem ist, ihr habt euch rechts auf den einen Gang konzentriert, während auf der anderen Seite irgendwie 5 offene Türen waren, wovon alle Seite auch irgendwelche Stimmen kamen. Ja, aber ich wollte ja erst dieses kleinen Raum, dass der Atmer sich da rein zurückzieht, dass wir von da aus ganz in Ruhe alles eins auf eins sichern. Aber der Atmer hat nicht gerafft, wohin, und du bist sonst wohin. Ich bin... Nein, weil ich bin beschossen. Ich hätte gar nichts hingekommen. Die Oma hat mich nicht interessiert. Ich wollte nur ein kurzes Stück weit laufen. Die Oma hat mich nicht interessiert, das kannst du sonst wem erzählen. So weit gab ich. Ich wollte nur gucken, ob es links auch nochmal irgendwas offen ist. Ich war nur ein kleines Stückchen zu weit draußen und dann... hat er mich aus einer Ecke erschossen. Er hat mich aus einer Ecke erschossen, wo ich selber so richtig noch nicht immer einsehen konnte. Der hat mir eigentlich quasi den linken Arm zerfetzt. Das hat mich dann gekillt. Er hat Schlagli wieder zugelockt. War noch nicht mal gänzlich im Bild, aber ja. Hätte ich nicht hinlaufen müssen, aber war wieder die Neugier. Ich guck schon mal, ob da was ist. Ja, da war was. Ja. Hat's dir geschadet? Ja. Massiv. Am Ende muss ich aber fragen, hat es dir geschadet? Die Antwort ganz klar und ja, den hat es zerrissen. Ja, aber der, ich finde, der psychische Druck auf dem Atmer, der war es wert. Wie er mit seinem Schild langsam durch die leeren Räume tickerte, obwohl schon längst klar war, dass alle tot waren und keiner mehr, aber trotzdem überall nochmal ganz. Ja, Hilfe, hallo! Die Kunst ist da noch jemand? Fühl mich nicht gut. Bisschen tschüss. Hab ich ein bisschen Pipi in der Hose gerade. Deswegen sag ich ja, schlimm war es nicht, aber... Das ist schon, aber dieses Nicht-mehr-Reden, das kommt da schon cool, muss man sagen. Finde ich, das macht irgendwie diesen Reiz vom Game halt auch aus. Ja, aber es hätte ja sein können, dass noch, keine Ahnung, was irgendwo lag, keine Ahnung, weiß eigentlich. Ich fand das schön, wie er noch quasi im letzten Atemzug schaffte, zu sagen, ah, bringe Ordnung ins Chaos, hat funktioniert, und dann fällt er tot um an Verblutung. Und sagt keinen Ton mehr, so, blöd. Ich sehe noch in seiner Cam, wie er anfängt, den Teppich zuzusiffen. So muss halt jetzt nicht formulieren, du Hurensohn. Oh nee, die Poststelle, die kenne ich noch aus der Aveta. Oh Gott, die Map ist riesig. Und Okay. Also ist eine richtig, richtig große Map einfach. Mhm. Und ja, dann gehen wir mit einer richtig großen, fetten Posthalle, was natürlich richtig kacke ist. Oh, das klingt nach uns. Auf geht's. Was? An welcher Stelle hast du dir gedacht, nice, unser Ding, Bitch? Bei dem Wortstelle. Bei dem
obviously, klar. Frag ich auch so doof, ey. Klar, bei Stelle. Tödliches mit. Oh, Admiral Helm nimmt uns nicht mehr mit. Heul doch.